Hey Leute und willkommen zu einer neuen Folge von GTA 5 Online. Heute zusammen mit dem Andreas. Schaut auf jeden Fall bei ihm vorbei. Er hat nämlich auch einen YouTube-Kanal. Er macht zwar ein bisschen ein paar andere Sachen und nicht Gaming, aber würde mich freuen, wenn ihr trotzdem da vorbeischaut. Und wenn ihr auch so viel Geld wie ich in GTA haben wollt, um euch wirklich ganz, ganz viele Sachen zu kaufen, dann habe ich da was für euch. Das funktioniert allerdings nur für den PC. Trotzdem, der erste Link in der Videobeschreibung, da kommt ihr zu einer Seite, von wo auch ich mein Geld gesponsert bekommen habe. Deswegen steht auch Werbung in der Ecke. Dort könnt ihr euch wirklich sehr, sehr günstig, meiner Meinung nach auch professionell, ein bisschen GTA-Money holen, falls ihr noch ein bisschen was braucht und falls ihr Bock drauf habt. Schaut auf jeden Fall vorbei, würde mich mega freuen. Und dann wünsche ich euch jetzt viel Spaß. Oh, da ist er, mein Oppressor. Ich komme. Wow. Wo bist du? Bist du schon in der Stadt? Ja, ne? Nein. Noch nicht. Der Zug nicht. Wow, dieser Stunt nochmal in Slow Motion. Ich bin gerade durch ein Schild zwischen der Stange und dem Schild irgendwie durchgeflogen. Es war so knapp. Bin in der Luft. Ich fliege über alle drüber, die hier gerade eine Straßensperre errichten. Problem ist, ich habe 4 Sterne. War das ja egal. Ich habe F gedrückt, ich bin vom Motorrad gesprungen. Ich werde ermordet wahrscheinlich. Ja, die killen mich, ich bin tot. Alter. Aber ich habe keinen Stern jetzt. Und mein Motorrad ist auch noch hier. Es lebt noch. Nee, es wurde beschlagnahmt. Na klar. Ja, könnten wir. Ich bin gerade so beschäftigt. Fliegen ist richtig häselig in diesem Spiel. Oh mein Gott, ich habe nicht aufgepasst und bin wo reingefahren. Wo bist du? Oh Gott. Auf der Straße. Was ist im Spiel? Haha. Bin ich nicht der ultimative Vorbild? Bin ich nicht der vorbildliche Fahrer? Was eine Landung nicht, Alter. So eine Bruchlandung war das. Da zahle ich doch jetzt nicht 250 Euro, ey. Das wäre mir viel zu schade. Du? Ach, da bist du. Ich hol mir meinen Oppressor. Lieber 2 Sterne, anstatt 250 Euro zu zahlen. Klar. LOL! Ich guck mich nach dir um, was macht die Polizei? Rammt mich erstmal. Das ist ja, ein passender Zeitpunkt. Leg ja, drauf. Ich fahr doch, es ist drauf! Geh weg! An mir liegt. Du Arsch! Ich war doch gerade dabei. Ich weiß, aber es musste irgendwann einfach sein. Ach, Junge! Ja, wir sind ja jetzt beim Flughafen. Du Arsch! Junge! LOL, du hast dich bei mir geportet. Ja, komm, steig ein. Wie lang du mir brauchst, ey. Nicht, das ist die Kid. Ei! Es war schon knapp. Ja, mach halt keinen Platz, oder? Wow! Yeah. RIP. Hey, der Kotflügel ist da noch dran. Ja, klar. Beeindruckt. Klar, klar. Schwer beeindruckt. Was du dir kaufen musst? Nee. Auf dir. Wie kann man gegen das einzige Schild auf dem ganzen Flughafen fahren? Und ich weiß, was du dir kaufen musst. Ach. Einen Globemaster. Was ist denn ein Globemaster? Ein saugeiles Transportflugzeug. Als eher semi-cool. Beweismaterial vernichten.
und jetzt genau dahin rennen, weil da mein Punkt ist, wo ich rein muss. Also ich komme jetzt mit einem krassen Flugzeug. Das wo? Ja. Wo denn? In dir. Schneller! Können wir erstmal chillen, bis der da ankommt. Wenn wir nicht sterben. An dir. Nee, nee. Das liegt an dir, weil komm ich und mach dich Krankenhaus. Okay, ich habe keinen Bock drauf zu landen. Warum habe ich ein Wasserflugzeug? Deswegen landen wir im Wasser und probieren dann auf die Yacht zu kommen, okay? Alright. Ja, ich meine zwar nicht aussteigen, sondern das, was ich getan habe. Ich habe meinen Helikopter gekillt. Ich hab's nicht mehr mitbekommen, ich war underwater. Underwater. So, jetzt ist aber auch schön Abend, darauf habe ich eigentlich gewartet, weil da sieht man diese krasse Beleuchtung nochmal. Wir gehen jetzt erstmal hier rein. Und eine Waffe, lol. Stimmt, du kannst sie jetzt einfach aufsammeln. Du kriegst von mir Waffen gesponsert. Hier in dem Raum ist so eine Scharfschützen-Dingens. Kannst du auch saufen, während ich sauf? Ja, kann ich. Wie nice. Die sagt sogar, vielleicht habe ich dir einen zu viel gegeben. Aber das ist egal. Direkt noch einen, sehr gut. Ich bin gerade so, na, passt schon. Passt schon, ja, okay, bei mir reicht jetzt auch, ich bin besoffen. Hey! So hintergehe ich ihn. Alleine auf der Yacht. Lol, meiner springt ins Wasser. Von ganz oben. Ja, fliege erstmal dagegen. Der ist doch noch besoffen, der Typ. Den darf man doch nicht fliegen lassen. Hey! Digga! Okay, spring ab. Ah! Park vorne. Aber was sollte das jetzt schon wieder? Wo spawnst du eigentlich? Spawnst du auf der Yacht oder nicht? Ich spawn in irgendeinem hässlichen Hafengebiet. Echt jetzt? In die Yacht von Ferne. Nice. Are you noch der? Ja, du bist doch da. Alter. Oh Mann. Ich bin die ganze Zeit hierher geschwommen, um das zu machen. Ups. Hey, du willst mit meinem Boot hin? Warte, was ist, wenn ich das mache? Lol. Jetzt hat er mich schon wieder gekillt. Ich hol dich ab. In neben dem Strommast. Was für ein Strommast denn? Oh, Scheiße! Hilfe! Hat er sich selber reinbuchst. LOL! Er ist kaputt. Das ist ja doof jetzt. Was macht denn der? Nice! Richtig gut, ich ruf nochmal an. Oh, irre. Ja, ich hatte den falschen bestellt, aber ich dachte, es klappt trotzdem. Nein, wir haben Sterne. Was? Ich darf nicht mehr bei denen bestellen. Scheiße. Warum spawnt es so weit weg? Ja, das ist ja jetzt ein Cheat. Ich hol dich. Warte. Schieß die ab! Ja, es geht schlecht. Oh. Ich bin so dumm. Ja. Ich krieg das noch hin. Ich stell mich extrem dumm gerade an. Ach, du hast auch noch. Ich bin tot. Ja, jetzt ist vorbei. RIP. Safe wurde mein Ding. Ich hol dich ab. Ja, nice. Mein Motorrad wurde beschlagnahmt. Jetzt kann ich die Scheiße schon wieder abholen.
hol dich ab. Ja, wo ich bist du? Ja, hinter der Mauer. Hinter der Mauer, warte, ich komm hin. Junge, du Irrer! Ich flieg dir den Berg runter! Ich dachte, da wäre eine Klippe. Das wäre noch lustiger, wenn du ins Wasser jetzt geflogen wärst. Ich habe sogar extra mein Telefonat dafür. Ich finde es richtig geil, dass du immer noch. Dass du immer noch den. Schlitten hab. Was? Dass du immer noch die Maske auf hast. Da hinten ist jetzt mein Boot. Wir müssen zu dem Boot. Oh. 50 Denn? Kilometer weiter weg. Lol, das ist ein Bulle, oder? Hast du Sterne noch? Nee, schieß nicht. Okay. Geh rein. Ja. Ja, fahr einfach weg. Jo, der Typ da, der wollte sich sein Auto wiederholen. Echt? Jetzt nicht mehr. Ja. Lol! Digga, ich will doch nur einsteigen. Ja, ich steig erstmal hinten ein, saugeil. Junge, jetzt haben wir wieder einen Stern. Ja, ja. Was hat der vor? Du musst hier links. Keine Ahnung. Du hättest da runterfahren müssen, die Ausfahrt, aber okay. Ah, das machen wir auch. Machen wir auch so. Ja, erstmal drüber fahren. Yo, also das war, wenn dem Mann. Lol, was machst du? Der hat richtig viel Spaß. Er fällt immer noch. Lol. Erstmal wegrammen. Alter, sind die alle irre. Leute, wenn du die Musik dazu jetzt gerade hören könntest. So ein 60er Country Song. Nice, hier links. Nee, eigentlich nicht, fahr da links, genau, ja, stimmt. Du hast gesehen. Hier links, jetzt links, jetzt links. Der jetzt wieder. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Hui! Das schwere Ding kannst du nicht so leicht heben mit. Max. Es fängt auch noch an zu regnen, ey. Was ist das denn? LOL! Kann ich nicht leicht heben! Er stirbt das mal mit dem Ding. Ich hab nicht viel robust, aber jetzt sieht's ein bisschen schäbig aus. Ah, da ist mein Boot. Geh weg. Was? Das sieht immer so geil aus. Jo, ich stand gerade in der Luft. Da hat richtig Panik gehabt bei mir. Nice. Headshot in dein Mull. Als ob er sich das Große nehmen. Wie ich nichts treff. Alter, ich hab gleich ein ganzes Magazin rausgeballert. Erstmal mit meinem Jetski über die anderen Jetskis drüber fahren. Alter, ich bin wieder unterm Boot und bei mir ist alles explodiert. Alter, ich bin tot. Nice. War das dein Kompaktgranatenwerfer? Ja, das war der Kompaktgranatenwerfer. Das Gute ist, das ist meine Yacht. Ich spawn auf der Yacht. Oh, du lucky boy. Jetzt immer noch! Ach, hier ist... Ja, oh, Alter. Lol. Ey, dir ist schon klar, dass ich jetzt wieder irgendwo bin. Warte, ich hol dich ab. Diesmal war es dich mit Absicht. Schnell. Oh, hallo. Hat funktioniert. Ja, wenn ich genauso gut jetzt auf der Yacht lande, dann läuft's ja. Ich spring direkt im Pool. Ich dachte, wir haben keinen Pool, aua. War die Treppe. Wo bist du? Ah, da. Jo, ich bin auf der. Jetzt sah so dumm. Ah, wir haben doch einen Pool im Regen. Oh, ich bin nackt. Oh, ja. Lol. Ich dachte, das geht nicht. Ich dachte.
kann man nicht machen. Oh, ich bin auf der Jagd. Was? Ich wollte die Fahrgarten weg. Ich wollte nicht gerade. Hilfe! Was ist denn da los? Ey, guck mal, wie fett. Ey, Junge! Nicht schön! Ich dock an. Warte, guck. Dock! Ja, man, der springt trotzdem ins Wasser. Nice. Und ich hab ne Maske. Komm herauf. Ich kann nicht. Wie komm ich denn rauf? Es geht nicht. Ah, jetzt. Okay. Ja, nice. Erstmal wieder unter das Boot tauchen. Digga. Was ne Scheiße. Wer hat sich diesen Dreck ausgedacht? Muss mal sehen, was ich hier gerade mache. Scheißspiel. Moin noch. Ich liebe GTA. Hi. Junge. Wie das aussieht. Du bist im, bist du auch im Sitzen bei dir hochgesprungen? Ja. Wie kann ich eigentlich die Maske absetzen? Aus der Munition bist du im Internet oder was? Nein, du kannst ja über M. Wenn du auf M drückst, kannst du dir Munition kaufen. Fliege von der Yacht. Lol, du hast plötzlich deine Klamotten in der Luft wieder angezogen. Wo bist du? Ich hab deinen halben Pool verbrannt. Bist du auf der Yacht wieder? Nein, jetzt bin ich wieder auf der scheiß Fabrikinsel. Wow. Das war's dann auch schon mit der heutigen Folge. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch gerne mal eine Bewertung da. Schaut wie gesagt bei den anderen vorbei. Und wie gesagt, falls ihr GTA Money braucht, wisst ihr auch, wo ihr es finden könnt. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Haut rein, bis dahin und ciao, ciao.